Die Abrogation ist im Grunde genommen etwas, das mit Übereinstimmung unter den Muslimen stattfindet im Koran, nur mit einigen Begrenzungen. Unter anderem, wir können sämtliche Texte des Koran, der Sunna, in zwei Bereiche einteilen. Al-Akhbar wal-Ahkam. Al-Akhbar wal-Ahkam. Al-Akhbar, damit ist gemeint Mitteilungen, Aussagen, dass etwas so ist oder so eben nicht ist, so sein wird und so nicht sein wird. Hier gibt es keine Abrogierung. Hier zu abrogieren, das wäre schiere Lüge. Erstmal zu behaupten, so, dass etwas so und so ist und dann nach zwei Wochen sagen, nee, das ist nicht so, sondern so und so. Zaid ist ein Lügner, nach zwei Wochen, nee, er ist kein Lügner, das abrogiert, er ist ein wahrhaftiger Mann. Das geht natürlich nicht. Deswegen, die Abrogation betrifft nur Ahkam, Befehle und Verbote. Befehle und Verbote. Und das hat nichts damit zu tun, dass Allah Ta'ala etwas nicht wusste und dann hat er sich anders überlegt oder so. Das hat mit den Interessen der Diener zu tun. Zum Beispiel, eines der Interessen ist es, einen flüssigen Übergang zwischen einer niedrigen und höheren Stufe oder einer leichten und schwierigeren Aufforderung zu ermöglichen, indem man sich Schritt für Schritt dahin führt. Deswegen war zum Beispiel das Verbot des Alkohols nicht auf einmal offenbart worden, sondern Schritt für Schritt. Zuerst wurde über den Alkohol gänzlich geschwiegen, das heißt, die Araber haben weiter getrunken. Dann wurde ihnen das, dann wurde beispielsweise die Frage gestellt. Die Frage nach dem Alkohol wurde mehrmals gestellt. Umar ibn Khattab war einer der Personen, die das gefragt hatten. Und dann sagte Allah Ta'ala, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. Sie fragen dich über den Khamr, das Berauschende. Der Khamr, das Berauschende und den Maisir. Spiel gegen Einsatz. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ قُلْ فِيهِمَا مَنْ إِشْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Sprich, darin ist viel Sünde, oder nicht Sünde, weil hier war das noch nicht verboten, Schaden. Al-Ithm kann man auch übersetzen möglicherweise als Schaden. Darin ist Schaden, viel Schaden und Nutzen für die Menschen. Der Schaden überwiegt aber den Nutzen. Ist hier ein Verbot ausgesprochen worden? Es ist kein explizites Verbot. Aber jemand, der vernünftig ist, auch wenn er nicht religiös ist, jemand, der vernünftig ist, wird die Sachen abwiegen. Da, wo großer Schaden ist und der potenzielle Nutzen nur gering ist, das wird er lassen. Und deswegen haben die, aus diesem Vers und Ähnlichem wird auch die Qaida entnommen. Daf'u al-Mafasid muqaddamun ala jalb al-Masalih. Das Abweisen und Verhindern von Schaden hat Vorrang gegenüber dem Herbeiführen von Nutzen. Allah Ta'ala erwähnt nämlich, dass der Alkohol und das Glücksspiel Nutzen und Schaden hat. Richtig? Wo ist der Nutzen des Alkohols? Der Hersteller profitiert, der Verkäufer profitiert, der trinkt, profitiert möglicherweise auch davon. Die Araber haben es getrunken beispielsweise, um diverse Eigenschaften, die sie für profitabel hielten, wie zum Beispiel Gutmütigkeit, eine profitable Eigenschaft. In der Gesellschaft bringt sie dir einen Namen, verschafft dir Ansehen als ein gutmütiger Mensch. Deswegen, die Araber hatten eine Bedingung bei ihren Asiyad, der Sayyid, eine seiner Bedingungen war, er musste gutmütig sein. Ein Geiziger durfte niemals Kopf werden. Und wenn man besoffen ist, ist man gutmütig oder nicht? Der Besoffene gibt manchmal, kauft er etwas für 1 Euro und gibt dir 10 Euro, gibt dir 50 Euro.
Wobei eigentlich dürftest du in diesem Zustand von ihm das nicht annehmen. Oder? Eine der Voraussetzungen des Handels ist, na'am, an yakuna rashidan, aqilan rashidan, dass er bei Sinnen ist, bei Vernunft. Deswegen darf man mit kleinen Kindern nicht handeln. Du kannst nicht zu einem kleinen Kind gehen, du siehst in seiner Tasche, guckt einen 100-Euro-Schein raus, dann sagst du, ah, gutes Geschäft, gehst du hin, sagst hier, das Kind hat keine Ahnung, was 100 Euro wert sind. Für ihn sind 100 Euro gleich 10 Euro. Und dann sagst du ihm, hier, Kind, ich habe ein Bonbon, verkaufst du es? Ich verkauf's dir. Ja. Und er gibt dir das freiwillig und du gibst ihm das Bonbon. Dieser Handel wäre nicht legitim. Nicht? Das wäre nicht legitim gewesen. Auf jeden Fall, der Alkohol wurde hier nicht verboten. Aber hier wurde ein Zeichen gesetzt für den, der vernünftig ist. Das hat größer, mehr Schaden als Nutzen, also solltest du es lassen. Nun, der nächste Schritt war, und von dieser Maßnahme sollte man ausgehen, dass einige davon so langsam ablassen und das verringern oder das sein lassen. Der nächste Schritt war, hier wird jetzt noch mehr begrenzt, dass der Alkoholrausch wurde teilweise verboten. In der Aussage Allah Ta'ala, la taqrabu s-salata wa antum Sukara. Was heißt hier As-Salah? La taqrabu s-Salah. Kommt dem Salah nicht näher. Das kann entweder das Gebet sein oder die Moschee, yani Al-Masjid. Wenn ihr kommt dem Gebet nicht näher, wenn ihr trunken seid, hatta ta'lamu ma taqulun, bis ihr wisst, was ihr sprecht, bis ihr wieder bei Sinnen seid. Wenn ihr bei Sinnen seid und wisst, was ihr tut und sagt, dann nähert euch dem Gebet. Das Problem ist, zwischen Dhuhr und Asr ist nicht viel Zeit. Und in dieser Phase, so nach dem Asr, sind die Leute beschäftigt mit ihren Arbeiten. So, dann kommt Maghrib, ist vielleicht Schluss, Tagesende. Zwischen Maghrib und Isha ist auch nicht viel Zeit. Das heißt, die einzige Zeit, die er noch hat, um zu trinken, ist eigentlich so in der Nacht. Vom Isha bis zum Fajr. Das heißt, sie wurden immens eingeschränkt. Danach kamen dann die expliziten Verbote des Alkohols. Der Sinn und Zweck dieser ganzen Sache, das nennt man Abrogation, jetzt wurde wenn wir sehr genau sind, nennt man das nicht wirklich Abrogation, übrigens. Warum das keine Abrogation ist, das hat einen anderen Grund. Die sogenannte Al-Ibaha al-Asliya bedeutet, dass die grundsätzliche Erlaubnis, was ist damit gemeint? Grundsätzlich ist ja alles erlaubt, ne? Solange es kein Verbot gibt. Wenn eine grundsätzliche Erlaubnis aufgehoben wird durch ein Verbot, nennt man das nicht Abrogation. Wann reden wir von einer Abrogation? Wenn ein schariatisches Gebot bestanden hat, das heißt, Allah Ta'ala sagt, euch ist dies oder jenes erlaubt, oder euch ist das und jenes verboten, und das wird dann umgekehrt. Deswegen ist das nicht unbedingt, nicht diese terminologische Form der Abrogation. Aber dennoch sieht man hier Sinn und Zweck, warum man schrittweise Urteile ändert. Eines davon ist eben, damit die Befolgung überhaupt möglich gemacht wird. Deswegen sagte Aisha radiallahu anha, sie sagte, würde der Alkohol vom ersten Tag an verboten sein, ohne das yani schrittweise anzugehen, würde keiner dem nachkommen. Weil es einfach eine so tief verwurzelte Tradition war unter diesem Volk, das wäre einfach unmöglich gewesen. Daher auch jemand, der neu in den Islam eintritt, du darfst ihn nicht überhäufen, gleich vom ersten Tag, du musst das machen und das darfst du nicht machen und das hast du auch zu lassen du gibst ihm gleich alles mit, ne, was du vielleicht selbst noch nicht ganz ausgeführt hast. Der Mann geht daran kaputt. Und vielleicht überdenkt er sich dann nochmal und denkt, nein, das ist zu viel. Lass es lieber gleich sein.
Mach das nicht so, das darfst du nicht machen. Beginn mit den Dingen, die jetzt gerade für ihn sehr wichtig sind, das Minimum. Und dann langsam, langsam, sobald er sich an den Iman gewöhnt, Meshi, sobald der Iman immer mehr Platz in seinem Herzen nimmt, gibt man ihm immer mehr, ein bisschen weiter mit, Meshi, dann ist es auch dann ist es für ihn auch möglich zu tun und zu lassen. Aber auf einmal alles auf ihn runterzuschmeißen, der wird daran ertrinken. Das heißt, was ich damit sagen möchte, der Naskh, die Abrogation, ist ein Phänomen, das wir im Koran sehen und das akzeptiert wird von der Gesamtheit der Muslime, bis auf eine einzige Person, Abu Muslim. Abu Muslim, ich habe seinen ganzen Namen vergessen, dann Naysaburi oder so. Er war von dem Mu'tazila, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Er hat das abgestritten mit dem Naskh. Er hat das als eine Art, in der Realität hat er das einfach nur anders genannt. Er hat das Takhsis genannt. Er sagt, das ist eine Form der Einschränkung von allgemeinen Texten, keine Aufhebung. Aber im Endeffekt führt das zu einem und demselben. Aber wie gesagt, die Yahud, sie lehnen den Naskh ab. Ich weiß nicht, wie es heute bei ihnen aussieht, aber in den Klassikern wird das so erwähnt. Ebenfalls die sogenannten Qadianiyya, also die Ahmadiyya heute, die Anhänger von Mirza Ghulam, die behaupten, er sei ein Prophet, auch sie lehnen die Abrogation ab, dass es sowas wie eine durch den Naskh gibt. Allah Ta'ala erwähnt im Koran, ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Und wenn wir einen Vers aufheben oder vergessen lassen, dann ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Dann lassen wir diesem Vers einen ähnlichen folgen oder einen besseren. Und dann sagt Allah Ta'ala, Alam ta'alam, anna Allah ala kulli shayin qadir. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem fähig ist? Ja, warum sollte das nicht möglich sein? Warum sollte das nicht möglich sein? Dass Allah Ta'ala ein Urteil ausspricht, einen Vers herabsendet und ihn abrogiert. Warum soll das nicht möglich sein? Sie sagen ja, er ist aber allwissend. Und wenn er allwissend ist, dann muss er doch gewusst haben vorher schon, dass dieses Urteil nicht das entsprechende ist oder dass es ein besseres gibt. Das stimmt, aber die Menschen waren vielleicht nicht dazu bereit. Das ist auch manchmal, wenn du eine Ausbildung machst, du kriegst die Aufforderungen, die an dich gestellt werden, werden Schritt für Schritt gestellt, nicht alle auf einmal. Du lernst am Anfang die kleinsten Sachen und später, wenn du die Tauglichkeit dazu hast, gehst du einen Schritt weiter höher und bist dann fähiger, höhere Sachen, anspruchsvollere Sachen auszuführen. Oder? Das heißt, das Thema hat nicht damit zu tun, dass Allah Ta'ala allwissend ist, sondern es hat mit der Tauglichkeit und Fähigkeit und dem Interesse des Menschen zu tun. Nein.